Das ist alles peinlich gelaufen. Wir sind da halt reingegangen und plötzlich kam einfach unendliche Massen an Truppen an. Und natürlich Truppen, die in Bewegung sind. Leute, hört auf zu sterben. Verteidigt euch. Alter, was hier abgeht, wir verlieren das. Nur Mut. Wir werden siegen. In Ordnung. Wenn's denn sein muss. Wir hätten Kanonen mitbringen sollen. Ich dachte, bisher war es nicht wirklich nötig, aber wir hätten welche mitbringen sollen. Ach, jetzt kommt ihr wieder an. Nachdem ihr euch zurückzieht, sobald ihr ein bisschen Schaden gekriegt habt. Ja, wisst ihr was? Ich wäre versucht zu laden, aber nein, wir tragen die Konsequenzen des ganzen Schwachsinns. Und sammeln unsere Armee hier. So soll es sein. Ja. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr werdet angegriffen. Das ist was in Gruppe 2 übrig geblieben ist gerade. So, sammelt euch da hier. Die nächsten 3 Trupps ausbilden. Gern. Ich kann Wir hätten sie. Was macht ihr denn da? Dort oben im Baum. Nein, nein, einfach hier hochrennen. Tut das. Macht sie nieder. So. Wo sind die. Wie sind denn jetzt schon 3 Trupps gestorben? Neu formieren. So, 1, 2, 3. 3 Trupps fehlen noch. Feinde greifen ihn an. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Gruppe 2, so. Ich kann nicht. Formation wechseln. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, das lief alles sehr peinlich. Das kann ich nicht tun. Vergesst es. Nein. Wir müssen die feindlichen Rekrutierungsgebäude halt sofort loswerden, so schnell es geht. Wie ihr wünscht. Das kann ich nicht tun. Ausbau fertig. Da hinten sammelt sich schon die nächste Armee. Die Garnison muss weg. Egal was es kostet. Werdet es halt los. Von hinten kommen die Fernkämpfer. Wir waren nur so einen Meter dran vorbei, dann hätten wir riesige Verluste verhindert. Wie wenn wir uns da gesammelt hätten. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Die Nahkämpfer sind das, was uns am meisten wehtut. Die Schwertkämpfer es nämlich schaffen. Vor allem, weil die mit Linienformation unterwegs sind. Das fällt mir gerade erst wirklich auf. Macht sie nieder. Hey, ihr benutzt die Formation. So, Gruppe 0. Willkommen in der Hölle. Ja. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Das Gebäude. So, so und so. Armee 1. Dafür sind wir genau die Richtigen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Kerbos. Nein. Fertig. Gern. Feindliche Fernkämpfer kommen wieder an. Jetzt könnt Feuer. Ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wo sind eigentlich unsere Helden? Da drüben. Hebt sie mal wieder auf. Auf meinen Befehl. So soll es sein. Eine eure Eisenschächte. Ich sehe Winter passieren, aber ich sehe keinen Regen passieren. Wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Der Winter kommt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Da drauf. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Held ist in große Gefahr. Wie ihr wollt. Oh Gott, Kanonen sind involviert. Abschaum, geht weg. In Ordnung. So gut ich kann. Natürlich. Auf sie! Ja, wie soll ich mich konzentrieren, woran, wenn ihr mich... Wer ist jetzt schon gestorben und woran? Warum ist der Kanonenturm noch nicht weg? Ausbau abgeschlossen. Weil es ein anderer Turm war, okay. Wir bleiben hier. Jawohl. Stopp, habe ich gesagt. So soll es sein. Ausbau fertig. Feinde haben die Eisenkanonen. Was uns am meisten wehgetan hat, waren aber die Belagerungskanonen. Die haben einfach unsere Armee gelöscht. Leute, ich gucke 4 Sekunden weg und die rennen in die Türme rein. Das ist unbeschreiblich mit euch. Auf meinen Befehl. Ausbau fertig. Ja, genau, ihr. Kümmert euch ihr darum. Befehlt.
Bis in den Tod. Das ist peinlich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Ja, mein Herr. Da liegt schon auf dem Boden. Ja. Euer Dorf steht unter Beschuss. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? In Ordnung. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ausbau. Wir haben halt Armee aufgebaut auf Scharfschützen und Nahkämpfern, die plötzlich von Kanonen getroffen wurden. Ich dachte, ich hätte den Großteil der feindlichen Gießereien bereinigt. Scheinbar aber nicht so sehr. Ah, wir stehen wieder. Mary hat die Türme hinten wieder aufgebaut, das ist in Ordnung. Auf Null repariert den Kanonenturm hier. Zahltag. Seid unbesorgt. Information! Feinde greifen euch an. Warum ist Eric da ganz tief drin liegt? In Ordnung. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Mit Freuden, Sidi. Wie ihr befehlt. So, schießt alles kaputt. Der Rohstoff in einer eurer. Dieser eine Trupp versucht aber auch immer wieder. Wir bleiben hier. Ja, mein Herr. Ausbau abgeschlossen. Da, auf die Armbrustschützen. Wir werden siegen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Ja, mein Herr. Die drehen einfach sofort wieder um. Ergreift sie. Es sei. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Auf in den Kampf. Feinde haben einen Held attackiert. Euer Wunsch ist mir Befehl. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Lehrt sie das Fürchten! Darüber! Auf sie! Allah! Mit uns! Ja! Macht sie nieder! Ach, warum werdet ihr jetzt beschossen? Wir kümmern uns darum. Für Leute. Ruhm und Ehre. Es sei. Ich tue mein Bestes. Wie wär's, wenn ihr aufhört, ständig in euren Tod reinzurennen? So soll es sein. Wie ihr wünscht. So sei es. Mit Freuden, Sidi. Bis in den Tod! Feinde haben einen Held attackiert. Da genau, dahinter ist nämlich der Schießplatz. Ach, wirklich? Ich hab nur die Kamera bewegt. Ich hab nicht mal wirklich weggeguckt, ich hab nur die Kamera bewegt und die gehen jetzt mal einen Schritt nach vorne. Eure Warum? Segnen die Bewohner der Stadt. Zieht ihr euch zurück. Mit Freuden, sieht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir bleiben hier. Ich werde mich darum sorgen, bei Kalifen. Wirklich? Lass das. In Ordnung. Lasst mich bitte meine Arbeit. Das sind mehr Verluste, als wir hätten erleiden sollen. Wäre nicht überrascht, wenn wir sogar negativ gekämpft hätten. Das Gebäude ist aus. So viele Kanonen und Schwertkämpfer wie involviert waren in den ganzen Spaß. So soll es sein. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. In Ordnung. Seid unbesorgt. Mit Scharfschützen ist man halt gegen Kanonen nahezu wehrlos. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Also mit schweren Scharfschützen. Dort oben im Baum. Da sie halt, wie gesagt, keine beweglichen Ziele treffen können. Wird gemacht. Die Kanone kann in aller Ruhe weiterfahren, bis sie ganz genau in der Position ist, um zu schießen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das kann ich. Gut. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Wie ihr wünscht. Attacke! Wir gehen von da oben lang. Mekka und Medina, natürlich! Auf in den Kampf! Ein Held ist in großer Gefahr. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja! Lehrt sie das Fürchten! Ja! Auf sie! Allah mit uns! Seid unbesorgt! So, da drauf. Macht sie nieder! Ja, Sidi. So kommt ihr uns nicht davon, räudige Hunde! Und dann schießen wir das Teil vom Nordwinkel aus gleich weg. Kanonen sind involviert, Schwerter sind zurück. Liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Euer Wunsch ist mir Befehl. Lasst mich eure Wunden sehen. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ihr werdet angegriffen. Attacke! Ja, ja. Pilgrim ist am Ende. Das war zu rechnen. Aber die schwarze Festung ist gleich weg. Okay, schießt die feindlichen Schützen zu Klump. Steuern und Sold werden gezahlt.
Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Ergreift sie! Bald wird es wieder wärmer werden. Attacke! Bis in den Tod! So, mach das da weg. Für Ruhm und Ehre. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jetzt könnt ihr zum Angriff gehen. Auf die Kanone schießen, bitte. Konzentriere dich auf diese Kanone. Angegriffen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Es wird. Und ihr konzentriert euch bitte darauf, die Gegner tatsächlich zu töten. Die Mäntel können nun weg. Für Ruhm und Ehre. Auf in den Kampf. Doch nein, lass das. Ergreift sie. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Stopp! Auf in den Kampf! So sei es. Es sei. So sei es. Euer das sind ganz viele Türme. Feinde haben einen Held attackiert. Nur Mut. Wir werden siegen. So, habt ihr euch das gehalten? Ich nein, habt ihr nicht. Ja. Beide Türme sind zerstört. Das ist aber in Ordnung, ja, weil wir jetzt ein bisschen was zurückfallen nein. lassen. Wir wollen sowieso, dass die Gegner... Wirklich? Dass die Gegner im Tor stehen müssen, wenn sie drauf schießen. Auf die Truppen. Wir ach, Leute. Seid unbesorgt. Irgendjemand muss immer in diese verdammten Türme reinrennen. Wir bleiben hier. Oder einfach direkt in der Reichweite stehen. Ihr habt auch keinen Grund, nach vorne zu rennen, wenn ihr umdrehen sollt. Aber ihr macht es dennoch. Auf in den Kampf. Zahltag. Ist es so schwierig, wortwörtlich auf der Stelle zu drehen? Auf dem Absatz kehrt machen. Helden. Es sei. Ich tue mit Allahs Hilfe. Wirklich, jetzt haben wir so viele Trupps. So soll es sein. 3, 6, wir müssen 2 noch rekrutieren. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Sofort. Ach, kriegen meine Leute. Jungs und ich heute Abend frei. Wenn's denn sein muss. Unser Verbündeter ist natürlich nutzlos wie immer. Und rühren keinen Finger. Wie ihr wünscht, jawohl. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Aber eine gute Erinnerung daran, warum ich eigentlich lieber Ablässenschützen als Scharfschützen verwende. So soll es sein. Dem wäre das nämlich nicht passiert. Ich mach das schon. Auf meinen Befehl. Sicher. Wir erledigen das. Wir erledigen das. Da kommt schon so ein Einzelhauptmann an. Stopp! Stopp! Ihr werdet angegriffen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Alter. Stopp! Nur Mut! Wir werden siegen! Auf in den Kampf! Pilgrim hebt Salem auf. Bleibt da stehen. Wir bleiben hier. Ergreift sie! Attacke! Wie die KI mich hier outmikrot! Und einfach aktiv den Scharfschützen ausweicht, wenn die beschossen wird. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Potz, Mekka und Medina, natürlich! Stopp! Ergreift sie! Wir bleiben hier. Jetzt könnt ihr zeigen, so. Was ihr gelernt habt. Bereinigt das. Stopp! Ergreift sie! Ein Held ist in großer Gefahr. Es ist Zahltag. Wir bleiben hier. Dann die Türme. Werdet sie los. Stopp! Leert sie das ohne da reinzurennen. Das gilt besonders für dich. So soll es sein. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Hey, nein. Knapp. Bis in den Tod. Beinahe hättet ihr es schon wieder getan. Schießt den in den Rücken. Natürlich drehen sich jetzt genau jetzt um. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir bleiben hier. Das wäre interessant. Warum ist der Helbardentrupp gerade sofort gestorben? Die waren Informationen. Lehrt sie das fürchten. Haben wir Informationen überschrieben? Gibt es bald nichts mehr zu holen. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr. Interessanter Gedankengang, behalten wir es im Hinterkopf. Dachchef. Angriff! Ich habe jetzt ein bisschen Angst zu schauen. So negativ. So kämpft man normalerweise nicht. Es ist nicht negativ, aber es ist nicht weit weg davon.
Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gern. Gern. Euer Wunsch. So, Marinemorph steht jetzt gleich dran. Wie ihr befehlt. Mit ihren verdammten Kanonen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ausbau vollbracht. So. Getan, was ihr wolltet. Zur Feier des Tages ablästen, Schätzen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Jawohl. Gehen wir wieder auf die Truppen über, die tatsächlich was treffen, was sich bewegt. So sei es. Wir können da kurz mal darüber gehen. Ja, Sidi. Wir können da kurz mal darüber schicken. Die Ohrenzuchter sind einfach sofort gestorben. Waren anfangs eine gute Leibgarde, danach nicht mehr so. Sofort. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Helft aus. Ergreift sie. So sei es. Eine bessere Gelegenheit kriegen wir nicht, günstiges Kanonenfutter zu kriegen. Ich heute Abend frei. Ergreift sie. Jetzt könnt ihr das Zeit Problem ist, wir werden denen helfen, dann werden die einfach mitten im Kampf umdrehen und uns im Stich ergreift einfach lassen. Sie. Gruppe 3, ist schon eine Ewigkeit da hinten drin. Da haben wir nämlich overcommitted gehabt. Jawohl, wie ihr befehlt. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. So, nächster Turm. Sie das fürchten. Ausbau fertig. Attacke. Mach den weg, bevor er umdreht. Verteidigt. Weil natürlich muss er uns erwischen. Angegriffen. Nur Mut. Wir werden. Schwerter rückt nach. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Gruppe 4. Gruppe 4. So, wie viele von euch sind gestorben, wenn ich weggeguckt habe? Keiner. Das ist schockierend. Warum rekrutiert man... Ah, die rennen trotzdem einfach um. Die drehen trotzdem einfach um. Warum ist Marie weg... Warum schickt Marie gerade keinen Trupp mehr? Ist sie ausgeblutet? Dafür sind wir genau die Richtigen. Finden wir es heraus. Auf in den Kampf. Feinde haben einen Held attackiert. Da drauf. Angriff! Macht sie nieder! Attacke! Ich tue mit Allahs Hilfe. So, Gruppe 3 ist so komplett beisammen. Jawohl. So soll es sein. Nur Mut! Wir werden siegen! Ja. Für die Ehre! Der Sieg wird unser sein! In Ordnung! Attacke! Salem, kannst du heilen? Ja, heile. Richtet die Wunden nicht länger. Ach, wirklich? Macht sie nieder. Feinde. Wechsel doch einmal ganz kurz das Ziel, nur um uns einen mitzugeben. Angriff. Das ist nicht nett. Für Ruhm und Ehre. Hat das Teleskop da was? Find es heraus. Lehrt sie das Fürchten. Wie ihr befehlt. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Jawohl. Heureka! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nein, macht es nicht. Natürlich. Auf in den Kampf! Armbrustschützen, Aberlästenschützen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Zugemessen, wir sind ohne einen großartigen Plan reingegangen. Lasst mich bitte meine haben uns auf den Flow tragen lassen und der Flow war ja ein Arschloch und hat uns damit umgebracht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Einer eurer Steinbrüche. Passiert schon mal. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Achtung! Kommt hinterher. Wie ihr befehlt. Helden, so, sammelt euch. Und irgendwie. Es regnet. Ich bin mir nicht sicher, wie. Zahlen ihre Steuern. Sommer.
Irgendwie rekrutiert Mary nichts mehr. Es wird wieder wärmer. Sie ist mit Massen angekommen und die Massen sind irgendwie ausgegangen. Wie viele Banken hat sie eigentlich und warum? Sofort, ja, Milord. Mary hat ja genug Banken, um eigentlich nicht eine einzige Finanzkrise auszulösen. Da ist eine. Oh Gott, da sind sie. Zurück! Fehlannahmen wurden gemacht. Und Medina, natürlich. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sofort. Eric! Da bleiben. Ich hab die Ostsee mitgeschickt, das sehe ich ein. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr wünscht, ja, Milord. Jawohl. Natürlich. Bis in den Tod. Ja, natürlich. Ja, das könnt ihr vergessen, dass ihr da noch was rekrutieren dürft, Freunde. Gruppe 4, rückt das nach. Ein Held ist in großer Gefahr. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Gern. Der Sieg wird unser sein. Für die Ehre. Angriff. Macht das weg. Und da haben wir die Arbalestenschützen. Die verlässlichsten Truppen der Welt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lehrt sie das Fürchten. Außer gegen Gebäude, da sind Scharfschützen immer noch das Nonplusultra. Lehrt sie das Fürchten. In Ordnung. Angriff! Gern, gern. Wie ihr wünscht. Stopp! Jawohl, wir erledigen das. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, ist Kunchi 5 eigentlich noch am Leben? Ja. Schockierend. Eigentlich bist du jetzt Kunchi 5. Ja. Gruppe 0. Wir bräuchten hier vorne einen vorgeschobenen Schießplatz. Weil wir wissen, dass gleich schreckliche Dinge passieren werden. Wir wissen, dass da hinten Kanonen sind. So kommt ihr uns nicht davon, räudige Hunde. Angriff. Ja. In Verteidigungsstellung. Dario. Nutzt deine Fähigkeit. Wir kümmern uns darum. Ja, wir kümmern uns darum. Angriff! Ach, ist ihre defensive Armee nur. Lehrt sie das Fürchten! Alter, die Belagerungskanonen. Löscht sie. Stopp! Ja, Herr. Wir bleiben hier. Wie ihr befehlt. Wie ihr. Das war knapp. Seid unbesorgt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, natürlich. Das müssen wir richtig angehen. Natürlich. Wie ihr wünscht. Wie ihr wollt. Ja! Ich tue mein Bestes. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nur Mut. Wir werden siegen. So. Einer eurer Helden. Wärter, zurück. Ihr seid Nahkämpfer, ihr wollt in Massenvernichtungswaffen nicht involviert sein. Glaubt mir das. Für die Ehre! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Schwerter! Ich meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, natürlich. Bleibt in meiner Nähe. Okay, das war nicht nah genug. Schießt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Sollen die auf was anderes schießen, macht sie weg. Das kann ich. Macht sie nieder. Ja, natürlich. Auf in den Kampf. Natürlich. Für die Ehre. Der Sieg wird unser. Gruppe 4 geht hier rüber und helft von da aus. Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Gruppe 4, stopp. Wir bleiben hilft. Hier. Ja. Okay. Ja. Denn Abelessenschützen haben auch mehr Rüstung als Scharfschützen. Das macht sie noch besser für den Fall, dass Nahkämpfer durchaus mal rankommen. Was Scharfschützen leider extrem schnell passiert. Wir erledigen das. Natürlich. Lehrt sie das Fürchten. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Hey, lasst das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. So soll es sein. Wie ihr wollt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. In Ordnung. So. Sofort. Nur Mut! Wir werden sie. Eric, lauf! Zieht euch warm an. Bald wird es schneien. Zahlen kann man nicht teilen. Darauf vertreibt den Abschaum. Über 4 hinten ist eine Kanone. Das ist Gruppe. Am Ende seine Kräfte feuert auf den Turm. Gruppe 4 kümmert sich um die Kanone. Lehrt sie das Fürchten!
Erek, nein. Liegt bewusstlos. Okay, alles gut. Gruppe 2. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das. Jetzt ist Gruppe 4. Ich komme in den Gruppen komplett durcheinander. Wir werden siegen. Feinde greifen euch an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Auf in den Kampf. So und so. Halt. Lehrt sie das Fürchten. Die Gießerei wurde wieder aufgebaut. Das ist der Grund für die ganze Katastrophe hier. Gruppe 2, hier rüber. Sofort. Helden, sammelt euch hier hin. Sofort. Gruppe 4, auf den Turm. Sie nieder. Sofort. Nahkämpfer, geht da oben über die Flanke. Mir Befehl. Wie ihr wollt. Jawohl. Lasst mich eure Wunden sehen. Es ist Zahltag. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Gruppe 4, stopp. Wie ihr wünscht. Ballungskanone, gefährlicher als Kanonenturm. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Wie ihr wollt, wie ihr wollt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Angriff. Ja. Angriff. Ignoriert die zivilen Gebäude bitte und geht auf diese Türme hier unten los. Wir werden siegen. Sollen die auf die Helden hier schießen, auf den einen, der noch übrig ist. Pilgrim ist am Ende seiner Kräfte und sank zu Boden. Aua. Ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf. Die Nahkämpfer sind angekommen. Was ist euer Problem? Warum greift ihr nicht mehr außerhalb der Reichweite? Für Ruhm und Ehre. Oh Gott, da war noch ein Turm hinter. Ich hatte gehofft, dass hier keiner mehr wäre. Ja, Herr. Die Hoffnung wurde enttäuscht. Ich habe mich zurückgezogen. Hört auf damit. Macht sie nieder. Gruppe 4 kümmert euch darum. Gruppe 2. Was? Wir bleiben hier. Ah, natürlich. Wen sonst sollte ich mitschicken? Jawohl. Auf in den Kampf. Ihr werdet angegriffen. Ah, unser Kanonenturm. Auf in den Kampf. Lehrt sie das Fürchten. Seid unbesorgt. Lehrt sie das Fürchten. Nur Mut. Wir werden siegen. Ergreift sie. Auf so, Fenders Training. Gruppe 2, Feuer. Bis in den Tod. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Was meint ihr, was ihr hier tut? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Herr. Macht sie nieder. So, kratzt bitte die Helden vom Boden und beendet bitte Peinlichkeit. Ergreift sie! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Auf in den Kampf! Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, Herr. Bis in den Tod! Für Ruhm und Ehre. Wir erledigen das. Genau das hier wollte ich verhindern. Das kann ich. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Lehrt sie das Fürchten. Ergreift sie. Sofort. Wir haben sogar noch einen Trupp Abelisten verloren bei der ganzen Aktion. Für Ruhm und Ehre. So. Angriff. Auf in den Kampf. Und damit hätten wir das. Ihr seid auf Huch. Gratulation, ihr habt es geschafft. Durch die Zerstörung von Kerbos Marisburgen ist Goldberg nun wieder frei. Ihr habt gewonnen. Helfer von hofft, dass wir Spaß am Spielen hatten. Hatten wir. Und über einen netten Kommentar würden wir uns sehr freuen. Oder würde er sich sehr freuen? Hier, netter Kommentar. Nette Karte. Sehr hübsch. Sehr angenehm. Auch wenn ich gegen Ende... Ich hätte gegen Ende einfach mehr Kanonen mitbringen müssen. Ich hätte auf unsere altbewährte Taktik übergreifen sollen, Kanonen mitzubringen. Und dann hätten die Gegner nichts gegen uns machen können. Aber da wir das nicht getan hatten, hatten wir nicht nötige Massenvernichtung, um mit den Schwallen und Schwertkämpfern fertig zu werden. Nichtsdestoweniger, eine sehr hübsche Karte.
353 Soldaten zum Ende, zum Höchstzeit, 278 gegen Ende, weil wir nicht mehr aufgefrischt haben. Wir haben vergessen zu beten die ganze Zeit. Die Arbeiter sind auch gesunken. Oh, unsere Ressourcen haben hier durch eine Delle gekriegt. Als unsere Scharfschützen gestorben sind, wir fliegen. Ebenso wie unser Schwefel. Holz hat nicht wirklich eine Delle gekriegt, Eis hat nur eine kleine gekriegt. 172 Gebäude zerstört, 3 verloren, 1542 Leute erledigt und 831 verloren. Es ist immer noch fast 1:2, aber weit unterhalb unserer Standards. Lag aber nicht an der Karte. Lag an der Ungeduld, weil für heute noch ein Match ansteht, das ich aufnehmen muss. Und das, liebe Gemeinde, wäre erst einmal diese Aufnahme gewesen mit dieser Karte, an der ich durchaus sehr viel Spaß hatte und die schön gestaltet war mit vielen kleinen netten Spielereien. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch viel Spaß. Cheerio!